Auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Drolzhagen und Olpe kam es am Morgen des 20. Februar gegen 7 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden LKW auf. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die teilweise noch im PKW befindlichen Personen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweilig komplett gesperrt werden.